Mein Name ist Benny Huckel, ich bin ehemaliger Fußballprofi und Fußball hat mir sehr viel gegeben und darum freue ich mich auch so, dass ich heute hier sein darf, heute an diesem Finalturnier von Lireos Street Soccer und neben mir ist der Schappi, aber weißt du, stell dich gerade selber vor. Ja, Stefan Schappi, ich viel können erleben durch den Fußball und ich bin froh, da bei Street Soccer dabei zu sein. Fußball ist ein Sport, ist eine Lebensschule und man lernt da extrem viel und es ist auch cool, dass es eben so organisiert ist, dass es einen Fairplay-Coach gibt, dass es eine Schiri-Bewertung gibt, dass es nicht einfach nur das nackte Resultat ist, was zählt, sondern eben, dass eben andere Werte auch vermittelt werden und das finde ich mega cool, weil Fußball ist ein Universalspruch, wenn einer gut kann spielen, dann muss man sich vielleicht verbal nicht verstehen, aber man versteht sich auf dem Platz und das ist das mega Schöne an diesem Sport. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man eben Kinder können unterstützen, solche Projekte zu machen. Ich denke, Street Soccer, das kann viel zusammenbringen. Es gibt vielleicht ein bisschen Teamgeist. Man muss ein bisschen den Gegner respektieren, man muss eben Fairplay, wie wir früher, es hat keinen Schiedsrichter auch gegeben, wir haben es selber müssen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig fürs Leben auch. Ich habe noch viel auf der Straße gespielt. Es wäre schön gewesen, wenn man auch solche Goal hatte, solche Banden. Ich habe sehr viel, also extrem viele Sachen durch den Sport gelernt. Also, dass es sich lohnt, für etwas anzustrengen, dass es sich lohnt, zu investieren. Auch andere Leute zu motivieren, um etwas zusammen zu machen. Oder? Je besser man die eigenen Mitspieler kann unterstützen, motivieren, desto besser ist das Gesamtergebnis. Das habe ich gelernt im Fußball. Dass auch Gewinnen und Verlieren im Team viel schöner ist als allein.